So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ich hoffe, euch allen geht es gut, ihr seid gesund. Heute mit der zweiten Systeminstallation von Ubuntu 20.04. Und zwar habe ich euch ja im ersten Video schon, wo ich jetzt euch hier oben verlinke, übrigens schon gesagt, hey, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Die ähneln sich aber eigentlich gleich, die sind eigentlich fast identisch, außer bei ein paar Unterschieden, und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Wir sind jetzt hier aktuell, also ich nehme mal an, ihr habt das Video, wo ich euch auch da oben verlinken werde, euch angeguckt, wie man einen Ubuntu USB-Stick ganz einfach, respektive eine ISO von Ubuntu auf einen USB-Stick packt. Davon könnt ihr jetzt booten, dann kommt das Menü, wir sagen natürlich Deutsch. Und jetzt sagen wir nicht Ubuntu ohne Installation ausprobieren, sondern direkt Ubuntu installieren. Das ist nämlich der erste Unterschied. Jetzt tut er erstmal hier die Disk checken, ob da alles in Ordnung ist. Das ist übrigens neu, das hat er tatsächlich früher so nicht gemacht, tatsächlich. Das finde ich wirklich eine coole Sache, muss ich sagen. Das hat er, wie gesagt, vor, ich glaube, bei der letzten Ubuntu-Version war das auch noch nicht so. Das ist wirklich bei der 20.04 jetzt mit drin. Finde ich cool, dass sie das so vereint haben, so einen kleinen Self-Scan, um zu gucken, ist die ISO vielleicht beschädigt oder so, ist auf jeden Fall wirklich, wirklich cool. So, dann haben wir hier unser Installationsprogramm. Ist schon auf Deutsch. Wenn es auf Englisch sein sollte oder Espanol, einfach auf Deutsch einstellen und jetzt sagen wir weiter. Und ab jetzt sind die Schritte eigentlich gleich. Ne? Aber wie gesagt, für die, die das Video nicht geguckt haben, sage ich es gerne nochmal. So. Wir haben hier eine Tastaturbelegung, da habe ich hier Deutsch eingestellt. Wir können aber auch hier eine automatische Erkennung vornehmen. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie ihr das gerne wollt. Dann haben wir natürlich jetzt hier noch den Punkt, ja, man hört jetzt gerade die Glocken. natürlich den Punkt, wollen wir eine Normalinstallation oder eine Minimalinstallation? Der Unterschied ist halt, sagt das schon der Name eigentlich ganz grob, minimal, da sind einfach nur der Webbrowser und grundlegende Dienstprogramme mit dabei. Beim normalen Installation sind Spiele mit dabei, Medienspiele, Media Player und so weiter mit dabei, Büroprogramme natürlich, LibreOffice. Ich in meinem Fall möchte gerne das normale, und die Aktualisierung kann ich mir nachher herunterladen. Ich sag aber, er soll mir bitte die Drittanbieterpakete noch mit herunterladen, weil für MP3, für irgendwelche speziellen Codecs und so weiter, ich sag weiter, und eben für spezielle Treiber, das ist auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr wichtig. Wundert man sich auf einmal, wieso gewisse Treiber nicht funktionieren, eben, dann ist das wahrscheinlich, woran es liegt. So, wenn er jetzt hier fertig gerödelt und fertig geladen hat, haben wir nun die Möglichkeit, genau hier zu sagen, hey, wir möchten gerne die Festplatteninstallation vornehmen, respektive welche Art davon. Jetzt ist es so, wenn ihr ein Windows 10 oder Windows 7, was ich jetzt nicht hoffe, oder Windows 8, was ich auch nicht hoffe, aber wenn ihr ein Windows drauf habt noch, dann würde euch sagen, hey, guck, es gibt da noch ein Windows, soll ich Ubuntu 20.04, soll ich das neben Windows, respektive nein, neben Ubuntu installieren? Nein, andersrum. Ihr wisst, was ich meine. Das finde ich gerade ein bisschen selber durcheinander. Wollt ihr, genau, hier steht eben, wollt ihr Ubuntu 20.04 neben Windows installieren? So, jetzt habe ich es. Dann nimmt er meistens die Hälfte von der Festplatte eigentlich vom Platz her. Und das ist eigentlich, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Wenn ihr jetzt also eine 500 GB SSD oder sagen wir mal eine Terabyte SSD habt und auf dieser Terabyte SSD habt ihr zum Beispiel Windows noch drauf und da wollt ihr Linux drauf installieren, dann nimmt ihr meistens die Hälfte von dem, also 500 GB. Wie ich finde, plus minus ein paar Gigabyte, natürlich Unterschied. Ist, wie ich finde, auf jeden Fall eine super Sache. Wir können natürlich auch die Festplatten selber partitionieren. Das empfehle ich aber wirklich nur denjenigen, die wissen, was sie tun. Ich in meinem Fall muss sagen, ich bin mit dem hier oben ganz gut bedient. Übrigens, standardmäßig wird hier auch angezeigt, wird ext4 als Dateisystem benutzt. Also kein ButterFS oder ZFS, was übrigens immer noch auch in der 20.04 als experimentell gilt und nicht als stable. So, als Standort gebe ich jetzt hier einfach mal für mich genau, mal gucken, ob das überhaupt. Nein, dann machen wir noch mal Berlin. Wollte eigentlich München, aber Berlin ist auch gut. Berlin, Prenzlauer Berg, genau. So, bitteschön. Dann sage ich weiter.
Jetzt haben wir hier unseren Benutzernamen, in meinem Fall natürlich Tux. Warum Tux und nicht Linux, Windows, Mac, Hilfe? Naja, weil ich ja noch ein Grundlagenvideo mache und in dem Grundlagenvideo, automatisch kann ich mich diesmal anmelden, werde ich ja dann den Benutzernamen auf Linux, Windows, Mac, Hilfe abändern. Aber wie gesagt, dazu in dem Grundlagenvideo, wenn es dann soweit ist. So, er sagt hier, die Kopien von Daten sind fast abgeschlossen. Finde ich ziemlich cool. Wir können uns auch hier übrigens durchklicken. Da sehen wir übrigens auch schon, was er denn so neben, also was uns denn so erwartet in Ubuntu 20.04. Ist, wie ich finde, ziemlich cool. Also es sieht auf jeden Fall ziemlich klasse aus. Und hier, wenn wir hier noch drauf drücken, sehen wir auch hier übrigens, ist natürlich ganz, ganz klein, aber was er genau macht oder wo er klemmt, also wirklich richtig, richtig super. So, und diesmal habe ich es nicht weggeklickt. Und zwar können wir jetzt Ubuntu neu starten. Da klicken wir jetzt einfach auf die Schaltfläche jetzt neu starten. Jetzt bootet er auch gleich neu. Und eine Besonderheit, die ich bei Debian-basierten, respektive Ubuntu-basierten Systemen oft sehe, was ich ziemlich cool finde, ist, oft ist es ja so, ihr vergisst, dann USB-Stick rauszuziehen, respektive auszuwerfen, oder das DVD-Laufwerk kommt nicht raus. Jetzt würde das DVD-Laufwerk rauskommen, DVD rausnehmen und Enter drücken. Und das finde ich wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, doch, das kann sich sehen lassen, sage ich mal. Es hat, wie gesagt, jetzt auch nicht in der Linux-Distribution diesen Service, sage ich jetzt, nenne ich es einfach mal. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ihr seht auch schon, Ubuntu hat auch ein neues Boot an dem Animationsmenü, was ich ziemlich cool finde, was wirklich ziemlich gut aussieht. Und ihr seht, zack, da sind wir auch schon in Ubuntu 20.04. So sieht's aus. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Feedback ist sehr, sehr gern gesehen. Konstruktiv wie Lob, Kritik, alles in die Kommentare bitte. Bis dann und tschüss.